Die Region im unteren Finchgau hat sich in den letzten Jahren zum Biker-Eldorado entwickelt. Doch schon längst bevor sie zum Geheimtipp wurde, herrschte auf den Trails rund um Latsch, im Martelltal und rund um Goldrhein die pure Lust zum Biken. Was bei dieser Landschaft aber auch nicht weiter verwundert. Wieso es dann aber so überraschend schnell zur Nummer 2 in Europa wurde, erklärt uns Martin Pierhofer. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Platz 2 von 0 auf 100 in Europa, Latsch, Martelltal, Goldrhein. Wie ist das passiert, so schnell? Weil sehr viel Herzblut drin steckt. Das heißt, wir sind eine Vereinigung, das Bike Eldorado, von mittlerweile 6 Tourismusbetrieben aller Kategorien. Der Mountainbike ist eigentlich der einzigste Gast oder Urlauber zum Wanderer, der von der Alphütte, Schutzhütte bis zum 5-Sterne-Hotel überall antreffbar ist. Das heißt, er durchwandert sämtliche Kategorien. Und somit haben wir eigentlich immer die Idee gehabt, wir müssen von der Garni-Pension bis zum 5-Sterne-Hotel versuchen, in der homogenen Gruppe alle abdecken. Das ist uns dann auch gelungen. Und so haben wir eigentlich dann mal touristisch angefangen, das Mountainbiken via Internet zu bewerben. Man muss aber selber schon ein bisschen verrückt sein, selber Biker sein, um Herzblut reinzulegen. Wir haben aber eigentlich alle erst nachträglich zum Biken angefangen. Schon. Das heißt, es kam wiederum aus einer Notsituation. Auf einmal standen die Biker bei uns an der Rezeption und sagten, einen Guide. Wo sollten wir hin? Was können wir jetzt machen? Haben uns die Karten vorgelegt und wir waren der Meinung, Moment einmal, jetzt haben wir die Berge, die schönen Trails, den Rest werden sie ja wohl alleine machen. Und dann haben wir sofort festgestellt, jeder, der für eine Freizeitaktivität in eine Gegend kommt, der muss viel, viel mehr betreut werden als wie ein ganz normaler Urlauber. Und dann haben wir auch selbst erst angefangen zum Biken. Wir haben jetzt die ersten in Südtirol oder die ersten Südtiroler, die den deutschen Trail Scout über die TIM hierher geholt haben als Ausbildung. Bei uns muss also jeder Mitgliedsbetrieb grundsätzlich eine Bike-Geist-Ausbildung machen. Das heißt, er kann nicht irgendjemand anheuern und den schicken, sondern er selber muss das machen. Jeder muss mindestens 2 Tage pro Woche guiden, das heißt 2 Touren führen. Und wir sind, soweit ich jetzt recherchiert habe, zurzeit das einzigste Gebiet, das an 7 Tagen in der Woche von Mitte März bis Ende November persönlich Touren anführt. Das heißt, wir bieten pro Woche 12 geführte Touren an. Teilweise pro Tag 2 bis 3 Touren in unterschiedlichen Leistungsgruppen, so dass der Otto Normalverbraucher, sprich der Freizeitradler, der ja auch hier im normalen Erholungsurlaub ist, auch manchmal mit kann, bis zur hochalpinen Highlightwoche. Tja, und selbstverständlich hat man auch den Service rund ums Mountainbike nicht vergessen.